Hey, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ich, ja, hatte ich. Und das liegt an diesem Space Shuttle von Toilino. Das ist die Hausnamenmarke von Aldi. Sie benutzen allerdings Gudi-Steine. Gudi-Steine sind für diejenigen, die das nicht so kennen, eine sehr gute Qualität. Ja? Also wir sind ja auf Erstklassniveau. Praktisch keine Farbabweichung, Klemmkraft etwas höher als bei Lego. Wenn ihr Gobricks kennt, zwischen Lego und Gobricks, ne? Könnt ihr die einordnen. Also tipptopp, was das angeht. Und dieses Space Shuttle wird als 2-in-1 Set beworben, was ein bisschen Aufmacherei ist, weil eigentlich zählen sie einfach diesen hier, den kleinen Satelliten, zählen sie als zweites Set. Also 2 in 1 sind es nicht. Es ist ein Space Shuttle mit Satellit und Auffangfunktion. Okay, gut. Die Aufkleber sind alle einwandfrei. Das sind halt alles Aufkleber, bis auf, was war das? Die hier waren? Nein, das waren auch alles. Das waren Riesenaufkleber, genau. Aufkleber, alles Aufkleber. Gut. Kommen wir also mal dazu, was so richtig schön ist. Also das Modell so von der Seite her ist schön klassisch. Das gefällt mir. Man kann hier die Bremsklappen und Höhenruder auf und zuklappen. Das ist gut. Ziemlich stabil gebaut. Ordentliches Formteil vorne. Draufsicht auch ziemlich gut. Gefällt mir. Was mir super gefällt, ist die Rückseite. Die ist ja so mal richtig Power. Genau. Das gefällt mir. Die Unterseite ist solide. Nichts Besonderes, aber okay. Was jetzt noch cool kommt als Spielzeug ist, man kann hier das hier aufklappen. Und dann sieht man hier den Satelliten. Und den kann man so hier hochheben. Jetzt muss ich aber ein bisschen aufpassen. Manchmal geht da eine Hebel raus. So kann man den rausklappen. Aufklappen. Abflug. Und das wäre das kleine Schmuckestück. Ganz nett, solide. Das sind auch Aufkleber. Hier oben drauf. Auf den Teilen. Nichts Besonderes, aber solide, ordentlich gemacht. Gefällt mir. Und ohne den sieht es dann halt so aus. Finde ich soweit ganz in Ordnung, gefällt mir gut. Und hier vorne haben wir das Cockpit. Diesmal wirklich Cockpit. Ich sage ja häufig vor Cockpit beim Auto. Ist mir auch schon aufgefallen. Weiß auch nicht wieso. Aber hier stimmt's mal. Das ist ein Cockpit. Da kann man auch eine Figur reinsetzen. Figuren gibt es allerdings keine dabei. Torlino hat nach meiner Kenntnis keine Figuren. Also wer was hat, kann damit bauen. Aber was ganz schön ist, ist, wenn man eine Figur hat, irgendeine x-beliebige. Man kann hier noch die Klappen hier hinten aufmachen. Und da drin haben wir einen großen Raumanzug, den man überziehen kann an eine Figur. Und Werkzeug. Ich nehme das jetzt mal weg. So. Da habt ihr da Werkzeug. Und den Raumanzug hole ich euch natürlich raus. Jetzt bräuchten wir noch eine Figur. Irgendwo da oben. Star-Lord. Star-Lord passt doch, oder? Star-Lord ist doch genau das, was wir brauchen. Kann man den mit Haaren? Nein, ohne Haare. Ups, richtige Seite. So, genau. Und da haben wir Star-Lord mit einem altmodischen irdischen Raumanzug. Ist doch cool. Also, wenn ihr schon irgendwelche Figuren habt, zack, habt ihr mit dem Raumanzug, macht den Astronauten draus. Das finde ich löblich, finde ich eine gute Sache. Finde ich eine wirklich gute Sache. Das gefällt mir.
Man kann den auch da einklemmen, da hat er unten so zwei Noppenaufnahmen. Also für Stabilität ist auch gesorgt. Und dann macht man das wieder drauf. Cool ist übrigens hier hinten der Übergang, ne, mit den Slopes, wenn das dann da unten reinkommt, genau gerade richtig reif passt. Manchmal muss man ein bisschen nachhelfen, weil es sehr eng ist. Und dann sitzt das aber satt auf. Tipptopp. Gefällt mir also sehr gut. So. Und dann bringen wir mal wieder den Satelliten da rein. Habe ich ihn jetzt auf die falsche Seite? Ja. So. Und dann ist er wieder ordentlich drin. Kann man das zuklappen? Das ist stufenmäßig. So. Also der Übergang hier ist halt dann ein bisschen Bausache, ne? Alles klar, es tut aber Spielabbruch, also tut dem Spiel aber keinen Abbruch, also von daher ist okay. Nö, das gefällt mir. Nachteile kann ich in dem Sinne eigentlich keine erkennen. Es ist klar ein Spielset, es ist solide, es ist gebaut. Das, was es tut, was es anbietet, macht es vorbildlich, einwandfrei, also daher tipptopp. Finde ich gut. Das ist die Bauanleitung, hatte ich ja schon gezeigt wegen Bild. Drin wird alles ausgebleicht. Nein, hier wird es ausgegraut. Die haben aber keine Linie. Hä? Wo war das? Moment. Bei dem Teilino anderen Set. Ja, da wird es ausgebleicht. Hier wird es ausgegraut. Okay. Ausgegraublaut so, ne? So geht es auch ab. So geht ein bisschen mehr ab als bei Lego und so. Ne? Auskurbel. Ist aber kein Problem zum Bauen. Aber ist merkwürdig, dass sie es hier ausgraublauen, während bei dem anderen machen sie es farbig. Also ausbleichen. Keine Ahnung. Lässt sich aber bauen. Wir haben 286 Teile, das ist ein richtig schönes, gefällt mir also besser als dieses lausige 3 in 1 von Kogo, wo da auch so ein Space Shuttle dabei war. Also das ist besser. Man kann aber die Kogo Baustation vielleicht nehmen. So gibt es ja eine Raumstation, glaube ich, dabei. Egal. Das da hier ist ein gutes Set und somit kommen wir zum Fazit. Also Torlino, Goodie, hat eine ordentliche Arbeit abgeliefert für all die. Das ist ein ordentliches Spielset. Für jeden ab 7 würde ich sagen, einwandfrei. Bei kleineren kann vielleicht mal da hinten so eins abfallen, das ist in einer Noppe. Aber Spielsets bleiben eh nicht ewig dauernd zusammen, ne? Genau. Okay, also von mir klare Empfehlung beim Aldi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, habt viel Spaß beim Bauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.